Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Code 4. In der letzten Folge haben wir gefailt, also es hat sich eigentlich nur wieder mal darum gedreht, dass ich nicht wusste, wo es lang geht und dass ich nicht wusste, ob ich überhaupt aufnehme. Hey, ja, wie gesagt, wer noch nie so Let's Player-mäßig und so, der kann das jetzt nicht nachvollziehen und hält mich für einen totalen Idioten. Aber egal, ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich hin muss, nur, also in welchen Raum ich muss. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wo der Raum ist, ne? Und zwar da, wo wir. Das müsste doch eigentlich der Raum sein, wo wir die Alte. Wo die Alte sich verstecken sollte, weil da ist doch eigentlich das Steuer. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass der Captain im Normalfall da sein Zimmer hat, wo er auch ans Steuer im Notfall kann. Wobei ich. Der Captain mal pennen kann, das weiß ich jetzt nicht wahrscheinlich. Ja klar, der muss ja so einen Co-Piloten haben, du Wichser. Du Arschloch. Du, boah. Gleich zu Beginn der Folge schon wieder total gefailt, ja. Da ist das hier. Sie ist auf. Sie ist jetzt auf. Okay, also gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt da. Ah, danke. Das sieht sehr nach Captain aus. So gemütlich hat es nur der Captain ganz zu Herz. Was ist denn hier? Ja, hallo? Da geht's raus. Ja. Toll. Leck mich, du Arsch! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, ich hab mich ausgesperrt. Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt. Ich kann doch nicht mal drüber lachen, so sehr. Okay, ja. Da sieht man es mal wieder. Neugier tut selten gut. Hochmut tut selten gut. War da nicht irgendwas? Ja, ich habe jetzt ein Problem, weil ich es jetzt quasi gefunden habe. Aber gut. Ich denke mal, das wird jetzt auch nicht so das Problem sein, dort wieder hinzufinden. Ich meine, wenn man es einmal gefunden hat, findet man es öfter. Wohl bei mir ist es eine andere Geschichte. Geht's denn hier hoch? Was zur Hölle? Wo geht's denn hier hoch? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier schon mal war. What the fuck? Das erinnert mich gerade so spontan an Zelda, wo man diesen Berg hochklettert und wo hier quasi das Ei ist. Was für ein. Welchen Zusammenhang ich da schon wieder bilde, ne? Das ist unglaublich. Mit dieser Musik, so weißt du, so. Moment, war das die Eiermusik? Nein, das war die Standardmusik. Okay, ja. So, gebet der Herr mir doch bitte eine Tür. Oh mein Gott. Und ich weiß bis heute noch nicht, wie es aussieht, wenn er den Windfisch ruft. Weil ich es nie selber geschafft habe. Und ich wollte mir ein Let's Play angucken. Hab das dann aber irgendwie nicht durchgehalten, weil der Let's Player, keine Ahnung, war halt ein Märchenerzähler und irgendwie bin ich dabei eingepennt und. Bist du tot? Nein, ich sehe es von der Perspektive nicht wirklich. Ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Aber er muss mir natürlich noch hier so von wegen und. Bitch Slap und so, ne? Okay, Jetzt denk nach. Okay, ich weiß, wo lang. Oder? Ja, okay. Ich hab's. Okay. Puh, nochmal gerettet. So, sind wir hier drin. Ach ja, falls sich mein Sound komisch anhört, Camtasia hat sich wieder verstellt. Keine Ahnung, manchmal kackt er ab und egal. Anna, ich habe den Code für den Autopiloten. Dann los. 3T5L. Verstanden? Es funktioniert. Ich gebe jetzt die Koordinaten für die Bohrinsel ein. Ach, wie ich dich immer noch dafür hasse, dass du Anne heißt. Und so ein total behinderter NPC bist. Wobei, ich sollte dich mit Begriffen um mich werfen, die ich nicht verstehe. Also, ich weiß, was ein Nebencharakter ist und ein. Also, NPC, das ist. Quasi ein anderes Wort für KI. KI heißt künstliche Intelligenz, das weiß ich.
Und das ist ja irgendwie dasselbe, nur halt, keine Ahnung, Nebencharakter und so. Also da, ja. Nächstes Mal einfach googeln wahrscheinlich, bevor ich das sage. Ja, das wäre sinnvoll auf alle Fälle. Ja, und jetzt? Und jetzt treffen sie Anna im Mastkorb. Wo zur Hölle ist denn jetzt bitte der Mastkorb? Wow, Anna, hier wird's langsam heikel. Bleiben Sie dran, ich treffe Sie auf der Brücke. Nein, zu gefährlich. Diese ist zu rau, um mit dem Schiff an der Bohrinsel zu legen. Was haben Sie vor? Der einzige Weg, auf die Bohrinsel zu kommen, ist, in den Mastkorb zu steigen und von dort zu springen. Oh shit, wir haben die Bohrinsel, richtig? Das erleichtert das Springen, oder? Sie sind ja total irre. Haben Sie eine bessere Idee? Verdammt! Ich sehe Sie im Mastkorb. Passen Sie auf sich auf! Natürlich ist die irre. Hallo? Ich meine, die rennt einfach mal so mit Gegnern, obwohl... Ja. Erklärt sich von selber. Ist nicht so unbedingt gesund, wenn man in einen Gegner rennt. Vor allem nicht, wenn man... Ja, wenn man... unbewaffnet ist. Und ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Der Mastkorb... ich denke spontan gerade an diese große Stelle, wo wir, wo es da gerade so hoch ging und wo ich so gemacht habe, so da. Wobei, da sind wir ja dann nicht am Rand des Schiffes, wir sind ja quasi in der Mitte. Hören Sie, Hansen, ich habe schlechte Neuigkeiten. Klasse, was ist es? Wir kennen die Bohrinsel schon länger. Da gibt es eine Art Störsender. Keine Übertragungen rein oder raus, außer einem kleinen Fenster, durch das wir nicht reinkommen. Das bedeutet? Dass ich Ihnen nicht helfen kann, solange Sie den Störsender nicht abgeschaltet haben. Wie schade. Ich mein's ernst, Hansen. Wenn Sie von der Insel runter wollen, kann ich als Einziger helfen. Sobald Sie an Bord sind, müssten Sie als Erstes den Störsender abschalten. Sorry, die Verbindung, ich höre Sie nicht. Hansen! Hansen! Ein Scherz. Störsender zerstören, verstanden. Hansen, Ende. Ich verstehe nicht, wieso der Kerl auf einmal so gut drauf ist. Muss wahrscheinlich daran liegen, dass er auf dieser Kreuzfahrt mehr Eier angefasst hat, als in seinem ganzen bisherigen Leben. Das könnte es vielleicht sein. Auch wenn ich seinen Fetisch jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann, aber... Hey, Anna! Ich hasse dich. Ja, komm, stirb. Stirb, Bitch. Ich meine, ich kann jetzt noch nicht mal die Fässer aktivieren, sonst verreckt die mir noch. Helfen Sie mir! Das ist das Einzige, was du kannst. Ja, das macht Sinn auf alle Fälle. Ich meine, was ist das? Letztens bist du noch in einen Gegner reingerannt und jetzt hast du dich mit denen gestritten oder so? Wollen sie dir vielleicht an... Ja, ne, versteht sie von selber? Ich weiß ja, dass das Spiel bis jetzt immer freundlich zu mir war, deswegen hätte ich doch jetzt schon gerne ein Medikit, wobei ich glaube irgendwie, dass mir gerade Anna eventuell verrecken könnte, weil das waren zwei Zombies und meiner Meinung nach waren drei. Der eine ist jetzt los und sie zu rapen, war? Nein, da ist er, okay. Put, Gott, das war wieder so klar. Kettenreaktion und Physik und so, Scheiß, weißt du? Okay, so geht's natürlich auch. Völlig verbrannt. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich hab vergessen, du magst keine verkoten Ei. Ja, das war jetzt nicht dumm. Ich hätte von der Treppe rausschießen sollen. Verdammte Scheiße. Ich kann nicht treffen. Ich kann nicht treffen. Ist egal. Dann mache ich es halt so kaputt und dann... Ich kann es natürlich nicht so kaputt... In your fucking face, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt kann ich natürlich drüber, wa? Oh ja. Fiste ihn durch den Mund. Oder so ähnlich. Ach, guck mal, mein Gott, das sind ja doch ein bisschen mehr als drei, oder? Ja, ich glaube schon. Aber das... Oh ja, das war so klar. Als ich ihn schreien gehört habe, dachte ich schon... Deswegen hat der Kumpel mich auch dann nicht angegriffen und war so chillig. Weil er dachte, dass sein anderer Kumpel jetzt von hinten kommt. Und das nennt man dann feige, hinterlässige Teamarbeit. Und... Ja, ihr kennt ja den Scheiß und so. So, sonst noch was hier. Munition für die AK habe ich wieder voll. Super. Und da lag ich doch mit meiner Theorie richtig, dass wir jetzt einen auf Zelda machen.
Da, wie ist die denn da? Und ich hab langsam das Gefühl, dass die mit den Zombies zusammenarbeitet. Die will nur die Spielzeit verlängern, ganz im Ernst. Ja, danke schön. Wenn jetzt einer von hinten gekommen wäre, dann, ja, keine Ahnung, dann wäre er von hinten gekommen, auf alle Fälle. Ich meine, im Endeffekt steht da Hansen drauf, ne? Also, ja. Ich werde ihn jetzt nicht gestört speichern, weil jetzt kommen sie aber hier oft mit dem Speichern, wa? Okay, speichern, es ist immer noch der 19.8. Eigentlich ist ja heute der 8.10. Ja. Komische Sache. Konnt ihr euch mal ihren Satz beenden? Woher wusste ich nur, dass sie das sagen? Was zur Hölle? Was? What the fuck? Okay, das kommt mit, das habe ich zum Minimal im Giga Games Gedächtnis, dass wir... Was zur Hölle? Wir haben jetzt einen Parasiten in uns? Ich meine, das ist, siehst du, das ist dein Problem. Ich war so froh, als die Alte runtergefallen ist und dann, nein, ich musste hinterher springen. Ich bin ja toll, ich dachte, du bist schwul, Mann. Wieso machst du das? Komm schon, dort ist doch nur das eine im Sinn. Du wolltest sie dann Mund-zu-Mund-Beatmung und... Verdammte Scheiße, okay, wir haben jetzt ein erstes Problem. Wir haben so einen schwulen Parasiten in uns. Und, ja, weißt du, das ist so typisch. Jetzt hat man sich an die alte Umgebung gewöhnt, ist man jetzt in der neuen, jetzt kommt wieder Verwirrung pur und... Ja, Scheiße, würde ich mal sagen. Ja, der Scheiß, der wird gleich mal ordentlich dein Gehirn fressen, würde ich meinen. Und ihr sollten auf jeden Fall was dagegen tun, aber was zur Hölle, was, what the fuck, ja, wo geht's denn hier lang? Kann mir mal einer eine Karte oder sowas geben? Ja, gehen wir doch einfach mal baden. Achso, hier geht's lang, okay. Bohrinsel gefällt mir an sich. Ist jetzt mal schön, neues Areal zu haben und so. Ja, er kann nicht so lange sprinten, weil er eine Pussy ist. Aber okay, bei den Voraussetzungen ist es wahrscheinlich auch echt nicht so einfach. Ich meine, man bedenke mal bitte den Wind und... jetzt bin ich sinnlos im Kreis gelaufen hier oder was. Und ja... Oh, guck mal, hier ist sogar ein Pfeil. Wow. Ich staune ja, dass wir uns immer noch beherrschen können, aber wir sind einfach Hansen, weißt du? Die Parasiten befallen normalerweise keine schwulen Leute und deswegen, ja, hat der halt Vorteile und so und ja. Nein, ich mag den Hauptcharakter eigentlich, aber das ist im Endeffekt ein Gag. Der ist einfach dadurch entstanden, dass er am Anfang der Folge ein Item eingesammelt hat und das sah so ein bisschen aus, als wenn er den an die Eier fasst. Also für die Leute, die es jetzt immer noch nicht gecheckt haben. Und ging es links auch lang oder war das einfach nur so, I don't care. Also zwei... Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Also da, weiß ich schon, andere Seite und so. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass wir durch diesen behinderten Parasiten... Okay. Nimm mir doch wieder mal alle Illusionen. Wobei, das ist... Wo zur Hölle geht's da jetzt lang? Ich bin gerade... Wow, ich bin gerade extrem überfordert, aber ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Einfach aus dem Grund, weil hier noch kein Monster kam. Und... muss dann feststellen, dass es hier... Ja. Ich denke mal dann nicht, dass er Rohrtänzer ist. Deswegen werden wir da wahrscheinlich
ist das wieder so ein Abschnitt, wo wir erstmal irgendeine andere Scheiße machen müssen, damit sich dann der Weg da öffnet. Okay, merke ich mir. Ich probiere es mir einfach mal zu merken. Was? Nein, ich habe schon wieder vergessen. Nein, ich gebe mir echt Mühe. So, haben wir denn... Wie haben wir hier... Links und rechts und hinten und vorne. Da ist eine Blutspur, die soll uns wahrscheinlich irgendwie... Okay, links und rechts klemmt, ne? Na? Okay, dann hat sich das Ganze erledigt. Nehmt mir doch wieder meine Illusion. Wie gesagt, habt nichts dagegen. Aber es ist auch schön, manchmal welche zu haben. Wie zum Beispiel, dass Anime-Figuren existieren. Oder so. Na, das tun sie nicht, aber das wäre doch... Das wäre cool. Das wäre sowas von geil, aber gut, dann eben nicht. War hier nicht mal ein Monster? Hm. Hier war ein Monster, jetzt ist es weg. Hier war so ein scheiß Qualm, jetzt ist er weg. Jetzt ist er ausgestellt. Hallo, Wissenschaftler? Nein. Du bist nur ein Terrorist. Ja, das... Oh, wieso? Ich bin so doof. Wieso lasse ich es immer drauf ankommen? Das ist so bullshittig. Okay. Aber du lässt mir ja genug Zeit, um hier mal ein bisschen Party zu machen. Wir sind jetzt quasi woanders, haben wir immer noch dasselbe Problem, dass wir von Assis angegriffen werden. Okay. Der Parasit frisst keine Gesundheit, aber auf jeden Fall haben wir einen in uns. Das dürfen wir, das sollten wir auf jeden Fall nicht vergessen. Und das ist sehr asozial. Es ist sehr asozial, wenn andere Leute in deinen Mund klettern und dann quasi wissen, was du denkst. Ich meine, der wird jetzt die ganze Zeit Eier im Kopf haben, aber das ist ja, es geht ums Prinzip. Ich würde das nicht so toll finden. Ja, Schuhe? Etwas Munition. Ja, was ist mit den Schuhen? Was ist mit den Schuhen? Ach so, das ist, verstehe. Das ist jetzt hier quasi unser neuer, Munitionsversorgungsraum. Ja. Könnte man so sagen. Fehlt nur noch ein Mediraum und dann sind wir wieder am Start. Und ja. Auf jeden Fall hält er seinen Spieletitel in aller Ehre, weil ich dachte, Code 4 heißt es eben halt, weil du halt auf Meer bist und stürmisch und so. Aber ich meine, im Endeffekt ist das Wetter jetzt auch nicht besser geworden und es passt. Hier können wir auf jeden Fall speichern und ich würde sagen, das passt. Aber mein Handy will immer noch nicht piepen, also gut. Würde ich mal sagen, wir schmeißen jetzt noch die Cutscene rein und dann, also, nicht, dass ich jetzt, das ist der Mediraum, aber, siehst du, nicht, dass ich es jetzt gewusst hätte, aber... Ich komme mit Anna. Helfen Sie mir. Sie leben. Gut, das Gegenmittel muss kurz nach der Ansteckung injiziert werden. Nun sagen Sie mir, wen ich gerettet habe. Sie kennen Anna, ja? Kannte. Sie ist weg. Ich bin Tom Hansen, US-Küstenwache. Sie bringen schlimme Nachricht. Hat sie Ihnen von diesem Ort erzählt? Nein. Aber jetzt sind Sie hier. Dann werde ich Sie unterrichten. Kamsky, Annas Vater und ich wurden hierher gesandt, um die Exocells eingehend zu studieren. Vielleicht hat der Bollarm Sie geweckt, hä? Wir sollten sie erforschen und herausfinden, wie man sie kontrollieren kann. Aber Kamsky ist weitergegangen. Er benutzte sie und das ist das Ergebnis. Wir alle werden sterben. Wo ist der Störsender, von dem ich gehört habe? Anischenko hat ihn im Störfeldraum. Da kommen sie nicht rein, wegen der Retina-Scanner. Anischenko hat als einziger Zugriff. Dann muss ich ihn wohl bitten, ihn für mich zu öffnen. Er wird sie eher umbringen. Wie freundlich! Ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt gewusst hätte oder so, aber ich meine, Speichern und Mediraum und Cutscene, das hat sich sehr angeboten. Was ist das jetzt hier? Schön, dich wiederzusehen. Ja. Jetzt kackt das Spiel aber ordentlich ab. Harpune, okay. Würde ich jetzt mal sagen, er hat sie dann verloren gefunden, oder was, oder wie? Okay, das ist jetzt auf jeden Fall der Mediraum und ich finde ein sehr schöner Mediraum und ein sehr schöner, großer. Jetzt hätte ich doch beinahe denselben Satz zweimal gesagt, jawohl. So weit ist es gekommen. Ein Brief von Yusupov.
Pummeluff. Das war, war das nicht der, der jetzt hier Pummeluff, der jetzt hier geforscht hat? Ich habe ja den Namen schon wieder nicht gemerkt. Auf jeden Fall, ja, Resident Evil typisch halt, ne? Irgendeiner kann es nicht lassen, muss mit irgendwelchen Sachen rumspielen und das kommt dabei raus. Okay, Epic Hustenfair, ja, ich würde sagen, das lesen wir uns dann beim nächsten Mal durch, wenn ich dran denke. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt hier ein neues Areal. Sind anscheinend nochmal gerade so davon gekommen. Also, wow, das war ja... Ich dachte jetzt schon, dass wir den noch... Dass er uns quasi die Mittel gibt, aber das halt nur eine gewisse Zeit hält. So nach dem Motto, ja, jetzt hier... Entweder wir kommen da jetzt aus der ganzen Sache raus oder wir verrecken alle, weißt du? So zeitmäßig und egal. Okay, heute war wieder eine Menge Bullshit von mir. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr wiederholt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Cold Fear. Bis zum nächsten Mal. See ya.